I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't. Hallo meine Lieben, ein neues Follow Me Around. Ich nehme euch wieder eine Runde mit. Es ist so einiges geplant und ihr freut euch ja immer wieder, wenn ich dann die Kamera mitnehme. Allerdings bin ich jetzt gerade im Moment nicht so gut drauf, aber das hat natürlich nichts mit euch zu tun, sondern mit meiner neuen Kamera. Da ist das gute Stück. Ich habe es euch schon gezeigt, als ich sie mir gekauft habe, vor ein paar Wochen. Allerdings hatte ich noch überhaupt keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Meine Schwester ist ja da und dann hatte ich noch eine Woche Besuch und dann holt man ja sowas auch nicht raus. Jedenfalls bin ich so, dass ich am liebsten gleich etwas in Gebrauch nehme, wenn ich was neu habe. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Ich hasse es, Gebrauchsanleitungen durchzulesen. Echt, das ist für mich die Höchststrafe, aber das sollte ich mal tun, weil wir beide definitiv noch nicht dieselbe Sprache sprechen. Und das nervt mich so. Da bin ich echt genervt und schlecht gelaunt. Aber gut, wir machen jetzt das Beste natürlich draus. Ich muss dann noch eine Runde einkaufen. Ich habe nämlich was ganz Leckeres geplant zu kochen. Ein Lieblingsgericht meiner Schwester, zeige ich euch auch gleich. Und wir gehen jetzt aber erstmal gemeinsam ins Wohnzimmer, denn wir betreiben jetzt Online-Shopping. Ich habe nämlich was ganz Neues entdeckt und darf es euch auch vorstellen. Deshalb habe ich es euch auch eingeblendet. Und jetzt gehen wir mal zusammen rüber. Ne Bella. Die Bella ist nämlich auch mit am Start. Die soll auch mal mit rüberkommen. Ne Bella. Gehst du auch mit rüber ins Wohnzimmer? Ja, ne? Wir gehen jetzt mal ins Wohnzimmer. Also, los geht's. So, die Bella hat sich's auch bequem gemacht. Wir sind jetzt hier am Start. Ich sitze jetzt hier gemütlich auf dem Sofa. Und jetzt betreiben wir Online-Shopping. Ich möchte euch diese Seite hier vorstellen. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich was Tolles für euch habe. Ich zeige euch aber wirklich auch nur Sachen, mit denen ich mich zu 100% identifizieren kann. Das wisst ihr ja, ihr kennt mich. Und zwar handelt es sich jetzt hier um die Seite iGral. Es ist eine Seite, da bekommt man Cashback, was ja richtig cool ist. Also wenn man über die Seite auf einen Online-Shop geht, der hier gelistet ist, dann bekommt man Geld zurück. Und das ist ja mal richtig cool, oder? Da sind nämlich einige Online-Shops vertreten. Die werde ich euch jetzt auch gleich zeigen. Und es ist so, dass ihr heute die Möglichkeit habt, 10 Euro schon mal als Startguthaben zu bekommen. Es ist nämlich so, dass ich hier, schaut, ich bin jetzt hier angemeldet, ich habe jetzt schon 11 Euro und ihr bekommt 10 Euro, wenn ihr über den Link in der Infobox geht. Den verlinke ich euch, wie gesagt, unten in der Infobox. Dieses Angebot, das wird es so in Zukunft nicht mehr geben. Also wie gesagt, sichert euch das am besten, wenn ihr unten drauf geht auf den Link, dann meldet ihr euch an auf der Seite von iGral und dann habt ihr die Möglichkeit eben Geld zu sparen. Wir machen das jetzt mal gemeinsam und zwar zeige ich euch mal meine liebsten Shops, meine Lieblingsshops, die sind hier, die habe ich mir alle schon hinzugefügt, wie ihr sehen könnt, aber es gibt so, so viele. Schaut mal. Das sind schon mal ein Teil der Shops, die hier vertreten sind. Also wie gesagt, es gibt ultra viele. Und ja, wie gesagt, hier ist mein Account, mein iGral. Und es ist zum Beispiel auch so, wir können mal hier auf Kontostand gehen, dass ab 20 Euro euch das Geld quasi ausbezahlt wird. Entweder wird es überwiesen oder eben per PayPal ausbezahlt, was natürlich richtig cool ist, weil 20 Euro hat man ja im Prinzip schnell zusammen. Und ich wollte jetzt für den Lissandro was bestellen. Das kann ich euch mal zeigen, wie ich das mache. Und zwar gehe ich auf Ernstings Family. Und ihr könnt schon sehen, hier bekommt ihr 8% Cashback. Also richtig cool. Dann gehen wir auf Cashback aktivieren. Jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, entweder zu warten oder direkt weiter zum Shop weitergeleitet zu werden. Dann sieht es so aus und dann seid ihr quasi auf der Seite von Ernstings Family. Und jetzt könnt ihr anfangen zu shoppen und das Geld, also der Rabatt, wird euch dann quasi gut geschrieben. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar gehe ich hier auf Jungen. Dann wollte ich für den Lissandro Socken bestellen. Die sind nämlich bei Ernstings Family richtig gut. So, das zeige ich euch jetzt. Und dann nehme ich, wartet, wo sind sie? Ich hatte die nämlich vorhin schon gesehen. Die haben ja ganz viele. Das waren sie. So, jetzt haben wir es aber. So, 35 bis 38 hat Alessandro. Dann packe ich mir die in den Warenkorb. Ach, schaut, ich hatte mir das vorhin schon vorbereitet. Ihr seht's, ich lüge euch nicht an. Da müssen wir jetzt aber nochmal welche entfernen, weil sonst wird es ein bisschen zu viel. Aber ich nehme gleich zwei Paar. Also, zwei Paar. Also, und jetzt gehen wir zur Kasse. Jetzt kommen aber gleich meine privaten Daten. Deswegen halte ich es mal kurz runter. So, das gebe ich jetzt mal schnell ein. Wartet, ich bin gleich wieder bei euch. Meine Bestellung wurde jetzt erfolgreich gesendet, wie ihr sehen könnt. Und ich wollte euch hier drüben noch was zeigen. Und zwar ist es mein Cashback-Melder.
Das ist ein Plugin, welches man im Browser hinzufügen kann. Das geht ganz, ganz einfach. Und wenn man dann nämlich auf der Startseite von einem Partnershop von iGraal ist, wird dir sofort der Cashback-Betrag gemeldet. Also das ist ganz, ganz einfach und wirklich eine tolle Sache. So, und jetzt gehen wir nochmal zu meinen Lieblingsshops und zwar zu Tchibo. Da habe ich nämlich auch was richtig Schönes für Alessandro gesehen. Hier wieder Cashback. Schaut, und dann werdet ihr ganz normal weitergeleitet. Also es ist wirklich einfach. Weiter zum Shop. Und dann seht ihr hier eben im Überblick die ganzen Produkte. Und ich gehe zu Kinder. Und dann habe ich für Alessandro was Schönes entdeckt. Und zwar hier. Zeige ich euch auch gleich. Genau, da unten ist es. Und zwar für den Sport. Wo ist es hin? Da ist es. Diese Hose finde ich total schön, dass er Sport machen kann. Das ist sogar die richtige Größe. So, dann packe ich mir das in den Warenkorb. Und ich möchte aber weiter einkaufen, weil ich das Oberteil noch haben möchte. Und zwar muss ich dann hier wieder weiter. Da ist es. So, das finde ich passt nämlich super zusammen. Und dann brauchen wir noch die richtige Größe. So, die Größe gibt es jetzt leider nicht mehr, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich habe nämlich noch was anderes für ein Lassie entdeckt und zwar diese schöne Jacke hier. Jo, dann schauen wir mal nach der Jacke. Okay, in den Warenkorb. So, und jetzt gehen wir mal zur Kasse. So, zur Kasse gehen. Jawohl. Und ich blende euch dann jetzt gleich mal ein, wie viel Geld ich jetzt gespart habe. Ich kann euch jetzt hier weiter das nicht einblenden, weil ihr sonst meine Daten sehen würdet. So, meine Bestellung ist jetzt abgegeben und ich wollte euch noch ganz kurz sagen, dass es natürlich auch eine App fürs Handy gibt. Moment. So, da ist meine App. Ich habe sie mir runtergeladen und da kann ich auch unterwegs schön online shoppen, was natürlich super praktisch ist. Die 10 Euro, die werden euch aber erst gut geschrieben, wenn ihr euch quasi über den Browser anmeldet. Also das heißt, wenn ihr in der Infobox auf den Link geht, euch anmeldet bei iGraal, dann bekommt ihr die 10 Euro gut geschrieben und dann könnt ihr euch auch die App runterladen aufs Handy, habt dann aber auch die 10 Euro quasi. Genau, aber ihr müsst erst von zu Hause am PC oder das Laptop gehen, euch anmelden und dann habt ihr die 10 Euro. Ja, ich finde, das ist eine richtig coole Sache. Also ich mag es wirklich sehr gerne mit 4 Kindern. Ihr könnt es euch vorstellen, ich brauche halt immer irgendwie was, ne? Hier bei uns im Ort gibt es nur, ja, also es gibt nicht so viele Geschäfte, sagen wir es mal einfach so, wie es ist. Und ja, bei uns ist es halt so, dass wir immer irgendwas für die Jungs mal brauchen, auch mal schnell brauchen. Und da ist es wirklich ideal, online das Ganze zu bestellen und dann auch noch Geld zu sparen. Und deshalb wollte ich euch davon berichten. So, die Bestellung ist jetzt abgegeben, habt ihr ja gerade gesehen, ging total einfach und ich freue mich drauf, wenn die Sachen dann da sind. Wenn ihr möchtet, kann ich sie euch dann in meinem nächsten Vlog zeigen und natürlich ist es super, dass wir jetzt Geld gespart haben, da freut sich natürlich jeder drüber und deshalb habe ich diese Kooperation natürlich auch angenommen. Wie gesagt, alle Infos dazu verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox, da könnt ihr einfach nochmal vorbeischauen, auf den Link gehen und dann eben Geld sparen. Ja, deshalb freue ich mich, dass ich das angenommen habe für euch. Sorry dafür, ich schaue die ganze Zeit, wo die Bella ist. Die möchte nämlich unbedingt aufs Sofa, aber das darf sie natürlich nicht. Und wir werden jetzt zu meinem Bruder gehen, da freue ich mich auch schon drauf. Ich ziehe mich noch schnell um, ziehe mir meine schöne Bluse an und dann gehen wir zu meinem Bruder, was Leckeres essen. Es wird schon dunkel draußen allerdings, es dämmert schon und ja, mal schauen, was der Bruder so spricht. Dem werde ich jetzt mal die Kamera vor die Nase halten, der soll mir die jetzt mal erklären. Der ist nämlich sehr, sehr ja, technisch versiert und da ist es dann vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich werde nicht um diese Gebrauchsanleitung drumherum kommen, leider. So, okay, also jetzt ziehe ich mich um und dann geht's zum Bruder. So, ich bin umgezogen, einfach nur eine Bluse an und diese Weste, das ist übrigens Imitat, das ist nicht echt, Bella, die läuft mir echt überall mit hinterher, ne? So, also, auf geht's zum Bruder. Das ist wieder so witzig, ne? Ich als Einzige bin wieder fertig. Soll mal einer sagen, die Frauen brauchen länger als die Männer. Das stimmt gar nicht. Zumindest nicht bei uns im Haus. Das soll eigentlich eine Mini-Pizza sein. Hm. Das schaffe ich eh nicht. Hier ist ein Salat. Eine Lucke. Tortellini. Und hier gibt es Pizza. Und der Max hat auch sein Essen. Lecker. Lasst es euch schmecken. Danke. Danke. Ja.
So, wir sind total vollgefuttert und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Tschüss! Ich zeige euch jetzt ganz kurz, was ich eingekauft habe. Und zwar frische Erdbeeren. Dann habe ich Sahne, weil wir dann noch backen. Soße Hollandaise für meinen frischen Spargel. Die mache ich leider nicht selbst, ich gebe es zu. Dann habe ich Fenchel, das mache ich ja super gerne. Mittags einfach aufschneiden, ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer drüber. Schmeckt richtig lecker. Dann wird Salat geben, Feldsalat und Blattspinat. Dann habe ich noch Butter für abends zum Abendbrot, genauso wie Käse. Und hier habe ich noch den Käse für abends. Dann habe ich Parmesan gekauft, weil der aus Italien jetzt leer ist. Toastbrot, weil es Hawaii-Toast geben wird mal abends. Und Tee, diese drei Teesorten habe ich gekauft. Dann diese Nudeln hier, die werde ich mittags mal machen. Mal schauen, wie die so sind. Die habe ich jetzt das erste Mal gekauft. Dann habe ich hier Lissandros Lieblingsjoghurt. Dieses Produkt hier, das mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier noch Actimel gekauft und was zu naschen für abends. Ja, und das war es eigentlich so im Überblick. Der Postbote war da. So ist es doch schön, geweckt zu werden, ha? In den Ferien, Lukito. Ja. Wir waren nämlich in Frankfurt bei Footlooker und die Schuhe, die der Luki sich ausgesucht hat, waren leider nicht in seiner Größe da. Und deshalb haben wir sie uns per Post schicken lassen. Luki ist schon ganz aufgeregt. Die hat er sich unbedingt gewünscht. Ne, Luki? Ja. Okay, zeig mal, was du dir da ausgesucht hast, mein Schatz. Mhm, das ist die Rechnung. Wir haben den ja schon bezahlt, als wir dort waren. Ui. Wann gefällt er dir immer noch so gut? Ja. Wie im Geschäft? Mhm. Zeig mal, Schatz, ich kenne mich ja nicht so gut aus. Okay, und wie nennen die sich jetzt nochmal? Jordan Eclipse. Okay, die Mama hat keinen Plan. Naja, ja. Hauptsache du bist glücklich und sie gefallen dir. Ja. Magst du sie nochmal anprobieren? Ja. Ach so, wir hatten ja auch so Sohlen noch gekauft, Sohlen, ne? Warte mal, die hole ich dir mal eben und dann mache ich sie dir rein. Ich hole sie mal eben, ja? Ja. Da sind sie. Und da bin ich. Nicht wundern, ich habe gerade das Kleid abgefilmt. So. Danke. Bitte sehr, mein Schatz. Also, jetzt zeig mal, was wir da noch dazu gekauft haben. Okay. So Sohlen, ne? Ja. Und wie hat er das nochmal erklärt? Man kann dann immer hingehen irgendwie und die... Ja, nach einem halben Jahr, glaube ich. Okay, ach, ich habe keine Ahnung. Ich lese mir das dann nochmal durch. Ich mache dir die jetzt rein, Schatz, und dann kannst du nochmal anprobieren, okay? Okay. Und, was meinst du? Gefallen sie dir? Ja, sehr. Ja? Ich finde die auch echt voll schick, wenn ich ehrlich bin. Ich zeige sie hier nochmal ein bisschen besser. Richtig schick sind die. Gefallen mir gut. Aber ich denke mal, die werden schnell schmutzig. Hm? Ja. Oder? Was meinst du? Ich denke schon. Musst du ein bisschen drauf aufpassen. Mhm. Oder die Mama muss sie dann wieder putzen, ne? Also, wir machen jetzt hier mal weiter. Heute ist Pinselwaschtag und mich nervt es immer voll. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so lange warte, aber ich muss das jetzt wirklich mal in Angriff nehmen. Ihr wartet bestimmt nicht so lange, oder? Bis ihr eure Pinsel wascht, so wie ich. Bis zuletzt, ne? Schön. Alle verwenden. Oh, ganz schlimm. Aber ich mag das irgendwie gar nicht, Pinsel zu waschen. Mögt ihr das? Ich mache das übrigens so, dass ich mir hier die Seife so hinstelle. Und dann mache ich die so sauber, massiere das nochmal so ein bisschen ein, lege mir die dann auf Seite. Ja, und spüle die dann im Anschluss nochmal ab. Also ich lasse nicht die ganze Zeit das Wasser laufen, weil ich finde, das ist voll die Wasserverschwendung. Ich mache das natürlich ab und zu mal an, das Wasser, ne, ist klar. Aber lasse es nicht die ganze Zeit laufen. Falls ihr es übrigens plätschern hört, der Lissandro ist in der Badewanne. Der ist hier neben mir. Und ich leiste ihm jetzt sozusagen Gesellschaft und verbinde es noch mit was Nützlichem. So, Stunden später kommt ganz schön was raus. Wahnsinn. Hui. Ja, machen wir noch mal das Wasser an. So, oh, die riecht so gut, die Seife, ist unglaublich. Mega. Schaut mal, wie viel da rauskommt. Seht ihr das? Wahnsinn. Es wurde Zeit, würde ich mal sagen. Ich habe hier übrigens auch noch so ein Teil, das habe ich, glaube ich, mal von Rossmann. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, ich glaube schon. Und da könnt ihr auch die Pinsel so... mit sauber machen. Ich zeige euch das mal, aber das kennt ihr mit Sicherheit. Und zwar erstmal so die Seife dran. Also so mache ich das. Dann gehe ich hier gerade so drüber.
Müsst ihr halt ein bisschen vorsichtig sein, also nicht so ganz wild, sondern ganz leicht nur, damit da nichts passiert. Und hier habt ihr nochmal diese zwei Teile, da könnt ihr das dann so abstreifen. Also so, ne? Natürlich jetzt die richtige Größe. So, aber der ist so schmutzig, das mache ich lieber mal mit den Händen weiter. Ich habe auch immer so ein bisschen Angst, dass da die Pinsel kaputt gehen mit diesen Teilen hier. Bin ich auch ehrlich mit euch. So, Teil 1 ist schon mal geschafft. Der hat sich verabschiedet. Der war von Essence, ja. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Mal schauen, ob ich ihn noch retten kann. Hier ist der zweite Teil und da der dritte. Ja, ich freue mich. Fertig. Yay. Schaut mal, meine Finger. Kennt ihr das, wenn ihr zu lange im Wasser wart? Nicht schlimm. Alles gut. So, meine Lieben, inzwischen ist es Nachmittag. Ihr habt es ja gesehen, ich habe schon meine Pinsel gewaschen heute Vormittag. Der Alessandro war in der Badewanne, ich habe meinen Haushalt gemacht und ich habe gekocht. Es gab lecker Spargel, das Lieblingsgericht meiner Schwester. Und jetzt muss ich schnell raus. Die Kinder sind nämlich auf dem Trampolin. Alessandros Kumpel ist da, ich muss die jetzt mal rufen. Heute ist nämlich Fußballtraining, obwohl wir noch Osterferien haben. Aber das ist ja völlig in Ordnung, wenn sie draußen sind. Und da ist die kleine, feine Bella. Ne, Bella? Alles okay bei dir? Ja, genau. Mach's dir bequem. Hm? Alles gut? Schaut mal, die Bella bekommt graue Haare. Da unten hat sie graue Haare. Seht ihr das? Oh, kleine Bella. Hm? Komm, wir gehen mal raus. Komm, wir gehen raus ans Trampolin. Komm. Na komm, Feine. Da ist mein Lassie. Sideflip. Besucherkind ist da hinten. Das wird natürlich nicht gefilmt. Lassie, ihr habt gleich Fußballtraining, mein Schatz. Okay. Okay, ich hole euch dann gleich, ja? Ich fahre euch hoch. Okay. Ich habe heute voll die Mega-Bluse an. Voll das Chiller-Outfit mit meiner Boyfriend-Jeanshose. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal hier an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch unser kleines Follow Me Around gefallen hat. Das nächste Mal nehme ich euch mit in die BMW-Welt. Wir haben nämlich unser neues Auto geholt. Und viele von euch haben mich gefragt auf Snapchat, ob ich euch nicht mitnehmen kann. Das habe ich getan. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf das nächste Video und dass euch dieses hier, wie gesagt, gefallen hat. Jetzt verabschiede ich mich. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.